Hallo und herzlich willkommen zum Screencast Teilen auf Social Media. In diesem Video geht es darum, wie Sie auf Instagram etwas aus Ihrem Lernsetting, Ihrem Lernprozess, ein Lernergebnis, ein Teilergebnis, Ihren Lernweg auf Social Media teilen können. Wir beschäftigen uns speziell mit der App Instagram und ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben. Was kann diese Plattform und wie können Sie diese Plattform für Ihren Lernweg, für Ihr Lernsetting, wo es um Draußenlernen geht, nutzen? Instagram ist eine sehr beliebte Anwendung für die Zielgruppe 15- bis 19-Jährige. Wir sehen jedes Jahr im sogenannten Social Media Internet Monitor, dass die 15- bis 19-Jährigen sich auf dieser Plattform vorrangig aufhalten. Es geht bei Instagram speziell um Fotos und Videos, das heißt um einen Einblick in Fotos oder in einem Bewegtbild. Die Oberfläche sieht so aus, Sie sehen hier, ich bin direkt in der App drinnen, das heißt, wenn ich rausgehen würde, sehen Sie hier den Bildschirm sozusagen und ich klicke auf die Instagram-App, die Sie in jedem App-Store finden und lade mir diese App herunter und kann dann hier mein Dashboard sozusagen sehen. Agrarumweltpädagogik ist dieses Dashboard. Ich kann den Feed, das sind die gesammelten Bilder und Videos von diesem Account, vom Account Agrarumweltpädagogik, mir anschauen. Ich kann dann in jedes Foto auch reinklicken. Das heißt, wenn ich mir diese Episode zum Beispiel anschauen will, dann kann ich hier reinklicken, sehe, es haben 24 Leute geliked und kann unter mehr auch noch den Text dazu lesen. Das heißt, es gibt immer einen Instagram-Feed, wo man sich die gesamten Beiträge anschauen kann. Und dann gibt es eine sogenannte Story. Wenn Sie auf das Logo oben klicken, dann gibt es eine Story. Da ist derzeit geteilt von einer teilnehmenden Person in einem Lehrgang, dass sie den abgeschlossen hat. Und es ist auch schon geteilt, haben Sie schon vom MOOC digital unterstützt draußen lernen gehört. Und es ist auch eine Meldung gekommen, heute ist Welttag der Bildung. Das heißt, mit dieser Story habe ich auch schon einen Lernfortschritt. Ich weiß, am 24.01. ist Welttag der Bildung. Ich weiß, es gibt einen neuen MOOC, da geht es um digital unterstützt draußen lernen. Und ich weiß jetzt, es gibt einen Lehrgang, wo ich ein Zertifikat erlangen kann. Das heißt, Sie sehen schon, ich kann hier auf eine relativ einfache Art und Weise auch Informationen weitergeben. In unserem Fall ist es natürlich, sind es Informationen von der Hochschule. In Ihrem Fall, wenn wir jetzt an das Setting draußen lernen denken, dann kann es auch wirklich einmal ein spannendes Foto, ein besonders interessanter Weg, ich gehe in den Wald und finde etwas, ein Einblick in irgendeine spannende Situation sein, die Sie mit Ihrer Followerschaft, und Sie sehen hier, wir haben 3723 Follower und wir folgen 4000 anderen Kanälen, teilen. Das heißt, die anderen schauen sich diese Beiträge an und ich kann links unten auch schauen, wer sich das alle anschaut und sehe, 270 Personen haben sich das angeschaut. Ja. Auch bei diesem MOOC könnte ich mir, 296 Personen haben sich das angeschaut. Ja. Das heißt, ich kann hier auch Informationen teilen. Warum Sie Informationen teilen sollten, das können Sie sich gerne auch in der Podcast-Folge anhören, wo ich, Susanne Eichinger, gemeinsam mit Birgit Karre darüber diskutiere, warum es wertvoll und wichtig ist, etwas aus einem Lernprozess mit der gesamten Welt zu teilen. Natürlich ist es auch spannend, sich auf Instagram mit anderen zu vernetzen. Das heißt, ein erster Weg für Ihr draußen Lernen-Setting wäre, sich mit anderen zu vernetzen. Schauen, welche anderen Plattformen gibt es hier und hier kann ich mich auf die Suche begeben. Ich könnte einfach etwas eingeben oder ich finde hier zum Beispiel den Naturpark Hohe Wand, auch ein sehr gut bespielter Kanal, wo ich mir die einzelnen Beiträge anschauen kann. Und wenn ich da reinschaue, dann geht es darum, dass es jeden Tag ein bisschen grüner und bunter wird und natürlich einladen soll, den Naturpark zu besuchen. Aber auch sehr viel fachliche Info kann ich hier auf diesem Kanal finden. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen.
Und ich könnte diese Feeds schon nutzen für mein Setting, um auch zu inspirieren, meine Lernenden zu inspirieren, zum Thema ein bisschen hinführen. Ja? Also es geht nicht nur um Teilen, sondern ich kann mir einfach auch andere Kanäle anschauen. Oder ein sehr beliebter Kanal ist natürlich auch die Plattform Naturvermittlung. Gerne folgen Sie auch diesem Account. Hier finden Sie auch sehr, sehr viele PartnerInnen vorgestellt. Hier finden Sie auch sehr viele Beiträge, wo es wirklich um Naturvermittlung geht. In diesem Fall zum Beispiel einen Frauenmantel, der sich da in seinen vollen Zügen entfaltet und wo Sie dann auch hier die Beiträge sichten können. Ja? Das heißt, wir haben hier eine gute Möglichkeit, eine einfache Möglichkeit, sich einerseits zu vernetzen, andererseits auch wirklich Lernprodukte, Lernergebnisse, Teilergebnisse zu veröffentlichen und dann auch auf die Reaktion darauf warten. Ja? Wenn ich vielleicht hier hineinschaue, dann gibt es ja unten die Möglichkeit zu kommentieren. Wir haben hier wenig Kommentare. Hier sieht man es, Zertifikatsverleihung, da gibt es schon einige Kommentare auch. Hier sehe ich, es haben einige auch wirklich gratuliert zum Beispiel. Das heißt, ich kann hier auch in den Diskurs gehen und da wird es dann spannend. Ja? Ein besonderes Foto, das ich gemacht habe, ein besonderes Setting, das ich mir ausgedacht habe oder was auch immer Sie teilen möchten und dann auf die Antwort Ihrer Followerschaft zu warten. Da wird es dann besonders spannend, auch im Sinne der grünen Pädagogik, wo es ganz stark auch um Irritation, auch um den Austausch, um das gemeinsam über etwas nachdenken geht, um dann Lösungen zu finden, die für die gesamte Welt auch spannend sind. Und deswegen wollen wir hier auch Lernergebnisse teilen. Ja, das war ein kurzer Einblick in die App Instagram. Vielleicht haben Sie Lust bekommen und schauen Sie vielleicht einmal nur, also melden Sie sich nur einmal mit Ihrem privaten Konto an oder melden Sie sich mit einem Business-Konto an. Hier haben Sie viele Möglichkeiten, sich hier zu vernetzen und etwas mit der Welt zu teilen. Mit diesem Foto schließe ich diesen Screencast und wünsche Ihnen viel Freude bei Ihrer Arbeit draußen, die digital gestützt vielleicht noch mehr Freude bereitet. Bis bald!